Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario, Super Mario RPG. Oh, ein starker Feind, sehr, sehr cool. Ja, da freue ich mich drauf, den jetzt zu bekämpfen. Ja, wir sind in der auf dem Sternenhügel und wollen hier einen weiteren Stern ergattern. Mit dabei neu ist Peach, die jetzt hier mitkämpft. Und wir haben gerade 91% von unserer Spezialanzeige. Bei 100 möchte ich eine Spezialattacke ausüben und die mal generell auch mal angucken. Das ist unser Ziel, so gesehen. Aber vorher will ich dich besiegen. Oh, 22 KP ist eine ganze Menge. Gerade bei Peach, die nicht viel aushält. Aber das ist unsere Chance, mal Heilung mal generell mal auszuprobieren. Mit 2 BP machen wir mal. 87 KP, also deutlich besser als auch das von Mello. Machen wir mal Vorstandflößer für alle. Wir haben ja halt gerade BP, also von daher, warum nicht? Und wir haben ja auch noch ein Item, um BP zu erhöhen. Blitz, aua. Ach, da, die Timings sind halt nicht gerade ohne. Ach, du bist besiegt, sehr schön. 99% haben wir gerade. So, der ist fast, beide sind fast besiegt. Im nächsten Kampf kann ich dann mal... Oh nein, 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 nein. Ein KP. Aber ja, gut. Ja, im nächsten Kampf kann ich dann mal die neue Spezialattacke einsetzen. Gut, dann mal jetzt hier Medium-Pilz. Zack. Wo ich eigentlich auch Peach's BP-Attacke hätte nehmen können. Ja, hier sind auch die überall ganz viele Wünsche. Zum Beispiel, dass jemand sich wünscht, berühmt zu werden. Und ja, wir gucken uns weiter hier um. Die ganzen Blumen machen wir mal an. Und da ist der nächste Gegner, den wir direkt mal angreifen. Das sind nur zwei Gegner. Ich möchte mal die BP-Attacke einsetzen, wenn ich drei Gegner vor mir habe. Gerade diese komischen Maulwürfe hier, die sind auch relativ einfach zu besiegen. Bam. Schön. Das ist jetzt hier kein Problem. Wahrscheinlich hier jetzt nicht unbedingt Doppelmünzen machen sollen. Weil, ganz ehrlich, das lohnt sich hier nicht. Das lohnt sich nicht. Aber egal. So, hier unten waren wir auch, genau. Dann gehen wir jetzt mal hier entlang, dass wir hier alles sehen. So, was ist hier für ein Wunsch? Ich wünsche mir, dass ich der beste Zuckerbäcker der Welt werde. Oh, okay. Dann das hier mal anmachen und in den nächsten Gegner hinein. Ach du Heilige! Okay, das ist der perfekte Moment für eine Trio-Technik. Der richtig perfekte Moment. Kosmo-Panzerkracher. Ein von Sternkraft erfüllter Panzer, der allen Gegnern schwer zusetzt. Komm, dann will ich auch alle besiegen dann. Oh, Wüste, okay. Wow. Ui. Wow. Schöne Musik auch. Zwei neue Level, 26 Erfahrung, 62 Münzen. Das hat sich hier auf jeden Fall gelohnt gerade. Maximum Pilz noch dazu bekommen. Wow. Das war sehr, sehr cool. Bowser ist nun Level 11. Sehr schön. Dann mal hier die Magie mal erhöhen. Das klingt ganz gut. Und Peach, was können wir bei dir erhöhen? Du brauchst auf jeden Fall Level-Ups. So, und vor allem den KP. Da können wir jetzt einen neuen KP hinzufügen. Ja, es ist... Wir müssen KP bei ihr machen. Sowas dann. Gut, dann werden wir mal das Team ein bisschen auswechseln. Und zwar würde ich sagen, jetzt kommt mal Geno mit rein. Mit Peach zusammen. Dass wir da auch wieder die Anzahl auf 100% kriegen, um die nächste Sternattacke zu sehen. Gut, dann hier unten noch lang. Da ist nichts weiter. Darüber kann ich leider nicht rüberspringen. Das hier kann ich anmachen. Und in den Gegner hinein. Ach du Alter, wieder so viel los hier. Eieiei. Ja, da kann ich leider nur dieses Mal einen angreifen. Jetzt fehlt mir auch hier Bowser so ein bisschen. Ich versuche mal jetzt erstmal die Hintern anzugreifen, weil die... Nein, daneben, ernsthaft. Viele Punkte und so geben. Ja, die hauen schon ab, die hauen schon ab. Gut. Aua. Ha. Die geben halt wirklich viele Punkte. Dann, let's go. Schön. Ja, da habe ich zu früh A jetzt leider gedrückt. Ihr seht leider nicht, wenn ich A drücke, aber... Ja, auch hier wieder zu früh. Eine Sekunde bevor das Ausrufezeichen kam, habe ich A gedrückt. Das war jetzt auch ein bisschen... Falsches Timer, aber jetzt hier mal. Wunderbar. Greift er jetzt noch an? Nein. Bam. Gut. Kriegen wir trotzdem ein paar EP.
Ist jetzt nicht so krass wie eben. Aber gut. Ah, ich habe ihn erwischt. So, komm. Wir machen Genodiskus. Genau, wir machen Genodiskus. Kurz mal Kontakt A für kritische Treffer. Habe ich richtig getroffen? Ich habe keine Ahnung. Und dann jetzt noch Super Feuerball. Ich setze hier ruhig meine BP richtig ein. Und wenigstens einen jetzt hier zu besiegen. Sehr schön. Ach, der greift direkt an. Okay, sehr schön. Muss ich jemanden heilen? Nee, eigentlich nicht. Dann können wir mit Peach ganz normal angreifen. Und hier jetzt, ne? Ja, komm, nochmal Genodiskus. Nochmal 80 Schaden. Und beide besiegt. Sehr, sehr schön. Mal gucken, wie viele Erfahrungen gibt das. 14 plus 60 Münzen. Gerade wegen den Münzen lohnt sich das, die anzugreifen. So. Nur ein einziger Gegner, ernsthaft? Krass. Und Timing leider verhauen, aber egal. Du bist besiegt, du bist besiegt. So. Diese Blume machen wir auch noch an. Und dann sollten wir hier, denke ich mal, alles haben. Ist die Tür auf? Die ist noch zu. Die ist noch zu. Wo habe ich eine Blume übersehen? Seid ihr da unten. Da unten. Da war ich noch nicht. Das ist auch noch ein Wunsch. So. Wir wünschen uns, dass Mello sicher und unversehrt den Weg zurück zu uns findet. Okay. Hey, der Wunsch da, der stammt ja von meiner Mama und meinem Papa. Sie wünschen sich, dass ich nach Hause zurückkomme. Halt, keine Zeit für Tränen. Mama und Papa warten auf meine Rückkehr. Los, Mario, lass uns nicht rumtrödeln, sondern losflitzen. Wow. Wir wünschen uns, dass Mello sicher und unversehrt wird. Wow, wow, wow. Schön. Wärmer, wärmer. Ich werde Mello wieder nach Hause bringen. Sowas an. Gut. Dann wieder ein Raum. Machen wir gleich mal hier die Blume an. Und in den nächsten Gegner hinein. Ah, Sampusa. Ernsthaft. Bam. Das hat nicht so viel Schaden gemacht. Oh, nee. Mario ist down. Mario. Ich hab's abgewehrt. Wie habe ich denn das jetzt abgewehrt? Ich habe jetzt einfach irgendwann mal A gedrückt, aber habe ich das richtige Timing erwischt? Anscheinend. Aus Versehen. War gar nicht geplant, aber umso besser. Tschüss. Ach, du kannst fliehen? Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut. Nächster Wunsch. Ich wünschte, ich könnte schneller rennen. Oh, okay. Gut. Ich wünschte mir, dass mein Bruder Mario stolz auf mich ist und meine Hilfe ist. Ach, Luigi. Ach, schön. Schön. Das freut mich, das freut mich. Ich denke mal, Mario ist bestimmt stolz. Das ist. Ach, das ist der Stern! Der liegt einfach hier, so herum. Der liegt einfach hier herum? Ohne Bossgegner, ohne irgendwas anderes? Was? Das war jetzt so unerwartet. Aber gut. Aber gut. Stern Nummer 4 ist das. Das heißt, es fehlen noch 3 Sterne. Jo. Gut. Ganz wie ich vermutete. Das Sternstück war tatsächlich an diesem Ort vom Himmel gefallen. Doch wo wollen wir als nächstes suchen? Ganz in der Nähe von hier liegt ein Städtchen namens Küstenstädt. Dort ist es einfach herrlich und sicher wird dort jemand einen neuen Hinweis geben können. Okay, dann nach Küstenstädt. Du hast es weit gebracht. Das Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Es fehlen noch 3 Sternstücke. Juhu! Aber ich gucke mich hier natürlich jetzt noch weiter um, weil hier ja noch was zu sein scheint. Ich wünschte, ich könnte die perfekte Melodie komponieren. Okay, okay. Da ist zum Beispiel noch ein Gegner. Ah, wieder mit einem Pulsar. Na toll. Dann, let's go. Ich mache nicht so viel Schaden. Komm, richtig A drücken. Nein, schade. Ah, das ist natürlich jetzt doof. Was ich da mache, ganz einfach. Erstmal die beiden hier besiegen. Aua. Und wenn Geno gleich wieder lebt im nächsten Kampf, werde ich einfach Peachs BP-Attacke einsetzen. Genau. So. Hier ist noch eine Blume. Da ist noch ein Gegner. Komm, komm raus, komm raus. Danke. Und dann, wie gesagt, jetzt die BP-Attacke gleich einsetzen.
Gut, dass ich jetzt auch ein bisschen das Timing verhauen habe, weil somit kommt Peach auf jeden Fall dran. So, Heilung für Geno. 113 KP, sehr schön. Wunderbar. Besser als so ein Medium-Pilz. Warte, kann ich die Heilung auch außerhalb eines Kampfes einsetzen? Fällt mir gerade so ein. Konnte ich ja bei... Oder kann ich ja mit Mello. Da will ich gleich mal nachgucken. Und zwar Y. Tatsächlich. Tatsächlich. Krass. Gut zu wissen. Hier unten gibt es noch eine Blume. Zack. Und das Tor öffnet sich. Haben wir auch alle Wünsche hier vorgelesen? Ich glaube fast ja. Ja, da waren wir auch. Hier waren wir überall. Okay, dann geht's jetzt durch das Tor. Wo kommen wir da jetzt hin, wenn wir hier eigentlich fertig sind? Ach so. Wir können direkt nach Küstenstadt. Alles klar. Gut. Und da sind wir auch schon. Hier in Küstenstadt. Ja, nice. Dann gucken wir uns mal hier um. Und zwar gehen wir direkt erstmal hier in dieses Haus hinein. Du siehst so ein bisschen komisch aus. So eine komische Farbe. Aber gut. Dies ist das Gasthaus. Übernachten kosten nix. Was? Echt? Dann let's go. Wie sie wünschen. Kostet wirklich nichts? Passiert da auch nichts? Okay. Warum stand er da auf dem Tisch? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mich jetzt hier ein bisschen umsehen. Aber hier ist nichts. Ja, über die Betten springen, wie immer. Richtig schön. Aber tatsächlich. Und ich bin wahrscheinlich komplett geheilt. Ja, bin ich. Bin ich. Krass. Ich speichere mal kurz. Damit, ja, falls irgendwas mit dem Spielstand passiert, dass ich nicht so viel wieder neu machen muss. Und dann gibt es die Itemläden. Also mehrere. Oder was ist das? Nee. Kaufen, kaufen, bitte dies, bitte das. Kundschaft, Kundschaft, bitte sehr, bitte gleich. Was? So? Was haben wir denn hier? Thieling-Keks. Was? Giftpilz, vergiftet einen Gegner. Okay, das ist natürlich ganz cool. Jagt einen einzelnen Gegner Furcht ein. Feuerbombe verursacht Feuerschäden bei sämtlichen Gegnern. Und Eisbombe verursacht Eisschäden bei sämtlichen Gegnern. Krass, aber sehr, sehr teuer. Interessante Items, muss ich sagen. Und noch interessantere Leute hier. Gehen wir mal direkt hier weiter. Tief am Meeresgrund liegt ein Schiffswrack. Es gehört den bösen Piraten. Wie heißt er noch? Den bösen Piraten Jonathan Jones. Er ist ein schlimmer Finger. Achso, und der sagt dasselbe nochmal. Ich dachte, ich kann vielleicht bei ihm was kaufen, aber anscheinend nicht. Was ist mit dir? Ein Stern ist ins Meer gefallen. Womöglich hat ihn nun der böse Pirat. Wie hieß er noch? Okay. Der böse Pirat Jonathan Jones. Er ist ein schlimmer Finger. Die sind alle sehr merkwürdig. Aber das ist ein Tipp, wo es für uns weitergeht. Aber warte mal, jetzt gehe ich hier auf... Das ist auch der... Okay. Auch der Eingang. Das heißt, es gibt hier keine richtige Ausrüstung oder wie ist... Nee, noch mehr Itemläden. Ach du Heilige. Aber hier ist nichts. Oder ist das... Hat jedes Haus hier so ein Pilz... So eine Pilzverziehung oder wie? Wenn sie ins Meer wollen, dann müssen sie in die Strudel hineinspringen. Den Dorfältesten finden sie in seinem Haus. Die Dorfbewohner schätzen ihn sehr. Okay. Und wirklich keine Itemläden hier alles. Es ist gruselig, dieses Dorf. Die drehen sich und drehen sich und drehen sich. Oh, ich gehe mal lieber weg. Ich gehe mal lieber weg. Hier oben geht's auch noch lang. Kann ich hier durch die Schornsteine? Nee. Also hier ist noch ein weiteres Haus. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Das ist aber ein größeres Haus ohne so ein Item. Endlich. Hast du auf dich warten lassen, Kumpelchen. Ich bin der Dorfälteste hier. Der Kaffeechef, so gesehen. Kaffchef. Bin hier der Größte, kapiert? Ich verstehe mich eben auf Karriere. Die richtigen Leute kennen, ihnen gefallen. Sowas kann ich, glaub's mir. Jedenfalls ist neulich ein Stern hier vom Himmel gefallen und zwar drüben ins Meer. Den brauche ich. Hut ab und bringt ihn mir, klar? Nee. Oh, ein Frosch? Ich grüße dich. Du bist Mario, stimmt's? Kennst du mich noch?
Wir trafen uns bereits an Quappenquell. Tat ich noch Schweif und Kiemen. Ach so, oh, einer der Kaulquappen. Früher war ich mal Weise Quacks Schüler. Doch nun bin ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Hier in diesem Ort ist es jetzt so unheimlich still. Was hier wohl los ist? Ach, was geht mich es an? Falls du Froschgroschen dabei hast, hätte ich übrigens Tolles zu verkaufen. Oh! Flüchteglück. Ermöglicht die Flucht aus Kämpfen. Dieses Item wird durch Einsatz nicht verbraucht. Was? Ernsthaft? Krass. Und Zeitreise. Ermöglicht es, den Kampf erneut zu beginnen. Dieses Item wird durch den Einsatz nicht verbraucht. Krass. Oder verdoppelt verdiente Erfahrungspunkte. Verdoppelt die Anzahl der im Kampf gewonnenen Münzen. Und halbiert den Verbrauch von Blumenpunkten BP im Kampf. Ja, hier würde alles, zumindest die Stats, senken. Aber hier, das beides finde ich schon ganz cool. Gerade das hier. Das hole ich mir. Und komm, das hole ich mir auch, oder? 10 Froschgroschen ist halt eine ganze Menge. Aber manchmal kann das schon sehr helfen. Ich kaufe es einfach. Ich kaufe es einfach. So, gehen wir wieder raus. Haben wir mal Froschgroschen ausgegeben. Das erste Mal hier im Spiel. Aber hier ist noch mehr. Hier ist natürlich noch mehr. Da sind Leute. Sie dürfen hier nicht rein. Dieses Heim ist geheim. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Hier ist gar nichts drin. Ganz viel gar nichts. Gibt es hier einen Schornstein, worüber ich rein kann? Nee, leider nicht. Schade. Okay, dann würde ich sagen, verlassen wir dann auch direkt hier den Ort. Oder doch nicht? Oder doch nicht? Was ist denn hier? Hä? Hier ist ja rein gar nichts. Also hier ist rein gar nichts. Okay, geht's wieder raus. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier oben? Nee, da war ich schon. Eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, dass ich hier wieder rausgehe, oder? Ist das eine Möglichkeit? Und dann kann ich aufs offene Meer? Ja, tatsächlich. Okay. Meer. Meer. Okay, das ist ein anderer Start, als ich erwartet habe. Hier. Aber okay. Wer bist du? Hallo? Schau an, Kundschaft. Hier ist ja schon länger her, dass sich irgendwer in diese Tiefen hier runter verirrt hat. Ich kann hier was kaufen. Ah, okay, endlich mal ein Itemladen. Wow, Gruppenreinigung, Heilstatus-Effekte der Gruppe im Kampf. Okay, cool, das ist eigentlich ganz cool. So, Superhammer, brauche ich nicht. Wumpehandschuh, habe ich schon. Handknarre, habe ich schon. Wurfhandschuh. Ja, den könnte ich kaufen. Kaufe ich auch. Für Peach habe ich aber leider hier nichts. Schade drum. So, das... Nee. Macht Angriff minus 10 und das andere auch. Nee. Nein. Ja, Matrosenkleid. Für Peach hole ich mir. Einfach gleich mal ausrüsten. So, gut. Dass du was gekauft hast, verrate ich dir etwas. Das Schiffswrack, das hier ganz in der Nähe gesunken ist, wurde nämlich versenkt. Und zwar von einem riesen Kalmar. Ein paar Leutchen haben sich hier aufgemacht, um es zu untersuchen, sind aber noch nicht zurückgekehrt. Okay. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend hier. Das wird sehr, sehr spannend. Und warum gibt es hier zwei unterschiedliche Wege? Das gefällt mir nicht. Okay, hier kann ich einmal speichern. Ich speichere mal. Aber mehr kann ich hier nicht machen, weil ich da nicht durchkomme. Also ein paar Kisten. Okay. Dann gehe ich mal hier mal durch. Dann sollte es da zumindest weitergehen. Seesterne warten da. Ach, die kann ich... Ach, die greifen... Also mit denen kann ich kämpfen. Oh, nee. OW-Stern. Wow. Aber das ist auch ein starker Feind damit dabei. Das war kein gutes Timing. Bam. Sieht schon besser aus. Looper. Ah, wow. Das tut weh. Oh, das tut weh. Wir greifen ganz normal an, aber ich würde mal sagen. Nee, keine Erholung. Nein. Dass ich jetzt hier Techniken einsetze. Let's go. Ja, 76 Schaden, sehr schön. Feuerball, ich mach lieber den Supersprung. Fast super besiegt. Na komm. Das sollte jetzt hier auf jeden Fall ausreichen, deswegen dieser Stern hier weg ist.
die paar BP, die ich da jetzt auch brauche, ist nicht so schlimm. Wunderbar. Ein Froschgoschen, yes. So. Obwohl, mit Peach hätte ich vielleicht Mario heilen sollen. W-Stern hat keine BP mehr. Und das finde ich aber schön. So, greifen wir mal Blooper an. Viel zu früh angedrückt. Aber Blooper ist wenigstens besiegt. Und du bist jetzt auch besiegt. Der erste Kampf direkt hier. Huiuiui. Doppelerfahrung. Ja, komm, das waren einige Gegner. Das könnte sich lohnen. Ich meine ganz rechts. Ja. So, wie viel BP gibt, wie viel Erfahrung? Oh ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu verdoppeln. Sehr schön. Geno Level Plus. Okay. Dann entweder 5 KP mehr oder 3 Angriff mehr. Ach komm, ich mach mal Angriff. Ich hatte das Gefühl, dass er doch relativ schwach hier und da ist. So, da springen wir einfach mal drüber, weil hier sind überall diese Seesterne. Will ich jetzt nicht unbedingt gegen jeden kämpfen. Achso. Ach egal. Wir gehen mal weiter in den nächsten Raum. Vielleicht brauche ich den Stern dafür auch noch. Ja, gut. Nein, jetzt bin ich in den nächsten Gegner reingelaufen. Egal. Gut, dann. Ich will auf jeden Fall die Chance jetzt hier nutzen. Boah, die Attacke bei Geno, die kriege ich einfach nicht getimed. Obwohl, ich kann ja eigentlich... Stimmt, ich kann ja auch außerhalb des Kampfes heilen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich habe das noch nie gemacht, außerhalb eines Kampfes so eine Spezialattacke einzusetzen. Eine Spezialattacke, aber halt so eine Babyattacke. Hier, zack. Heilung. Für Mario. Bam. Perfekt. Für 2 BP. Okay, ist das jetzt der Gang zu diesen ganzen Kisten? Auf jeden Fall ist da eine Kiste. Ja, sehr schön. Und alles komplett jetzt aufgefrischt. Sehr schön. Hier könnte ich rein, tue dich hoch, aber hier ist nichts. Ist auch kein Geheimschatz in der Nähe. Jetzt bin ich wieder komplett vollgeheilt. Sehr schön. Ich habe sogar ein BP jetzt im Meer. Interessant. Interessant. Oh, ich kann hier schwimmen. Ah, okay. Da ist dieser Strudel. Aber ich kann hier nicht mehr wieder an Land kommen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich kann hier nicht raus aus dem Wasser mehr. Weil ich wollte natürlich mich da oben noch umsehen. Gut, dann muss ich in den Strudel rein. Achso, jetzt bin ich unter Wasser. Okay. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Dann geht's da wieder nach oben. Ui. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Maximumpilz erhalten. Cool. Okay, cool. Gut, dann weiß ich auch beim nächsten Mal Bescheid. Nicht sofort ins Wasser. Jetzt sind wir draußen. Krass. Okay, cool. Da ist ein Blooper. Komm, wir greifen den Blooper mal an. Komm mal her. Oder der greift uns an. Wie auch immer. So. Dass der auf jeden Fall erstmal weg ist. Ein Sheepster. Okay. Machen wir erstmal den Blooper weg. Ich mag keine Blooper. Endlich habe ich mal das Timing mit Genoma hinbekommen. Bam. Schön. Ich glaube, Münzen lohnt sich nicht. War ich jetzt nicht. Obwohl es gar eine ganze Menge Erfahrung gab. Vielleicht gab es doch eine ganze Menge Münzen. Naja, egal. Boah, da ist so dieses Wrack. Das heißt, das dauert nicht lange, bis wir vielleicht den nächsten Stern wirklich kriegen. Komm mal her, ja, Blooper. Der will nicht. Ich will mich erstmal hier oben so ein bisschen umsehen, aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Gut, dann gehen wir in den Strudel hinein. Los geht's. Ja, es wird sehr, sehr cool. Ja, ein paar Muscheln. Achso, das sind die Strömungen, die dann mich nach oben wieder führen. Okay, gut zu wissen. Das heißt, da darf ich nicht lang gehen. Und sonst? Ja, okay, ich glaube, hier ist sonst weiter nichts. Wir gehen jetzt ins Schiff hinein. Ja, ich könnte noch gucken, dass ich mit einem Blooper kämpfe. Ich weiß nicht. Doch, doch. Der kommt tief genug. Sehr schön. 3 Blooper direkt. Okay. Ah, zu spät jetzt. Hat dieses Mal A gedrückt. Oh, die hauen ab. Was ist denn das Freches? Oh, ich habe gleich 100%. 91% haben wir gerade. 93. Boah, jetzt habe ich das Timing verhauen. Egal. Die 100% sind bald erreicht. Nein, nicht doppelte Erfahrung. Wir gehen da jetzt in diese Röhre hinein. Kann ich mich hier auf dem Schiff noch ein bisschen umsehen? Ich kann ja auch B drücken, aber hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Gehen wir rein in das Schiff. Ich würde sagen,
Hier geht es dann im nächsten Part weiter. Versunkenes Wrack. Hier hängt eine Logbuchseite. Komm, das lesen wir schnell noch. Das ist das Ende. Ein monströser Riesenkalmar hält unser Schiff im Klammergriff und wir beginnen zu sinken. Der letzte Logbucheintrag. Gut, bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.